Mein Name ist Martin Kahles, ich bin freiberuflicher Medientrainer und habe das Projekt Alte Meister neu entdeckt im Rahmen des Förderprogramms Künste öffnen Welten im offenen Kanal Dessau geleitet. In dem Projekt arbeiteten einheimische Jugendliche mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und Somalia zusammen. Am ersten Tag haben wir das Bauhaus in Dessau besucht, wo uns die Museumspädagogin Maria Ritschi eine Einführung gab in die abstrakte Kunst von Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und Kurt Schmidt. Of interiors, this kind of furniture. This was not the aim of... Die Idee war, dass die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer einen Kurzfilm schaffen und sich von der Kunst des Bauhaus inspirieren lassen. Und zwar von der Bauhausbühne von Schlemmer, Kandinsky und Kurt Schmidt. Man kann insofern Parallelen ziehen zwischen dem Legetrick und den Inszenierungen, dass Wassily Kandinsky auch in dem zweidimensionalen Raum Bühnenbilder und Figuren geschaffen hat, die damals den ersten Animationen entsprachen, weil es eben auch noch gar keine technischen Mittel gab, um überhaupt abstrakte Animationen zu erstellen. Ja, die Sprache war auch in einigen Momenten ein bisschen eine Barriere, aber also wir haben eine auch eine Übersetzerin gehabt, die uns geholfen hat. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass für die Jugendlichen selber das ein Problem war. Sie haben immer einen Weg gefunden, um zum einem Ergebnis zu kommen und genau, um eine Lösung zu finden. Die Arbeit mit den Jugendlichen war für mich sehr angenehm. Sie waren sehr engagiert und vor allem auch bereit, neue Erfahrungen zu sammeln, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, für die meisten von ihnen war die Kunst des Bauhaus wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und aus diesem Grund haben wir viel mit Bildern gearbeitet und auch mit Rekonstruktionen von Bauhaus-Tänzern. Das ist das zweite Projekt, in dem ich mit Flüchtlingen zusammenarbeite. Und es wurde auch hier wieder deutlich, wie präsent die Themen des Krieges, der Vertreibung und der Flucht noch sind und wie diese sich dann auch letztlich in den Produkten, also den Legetrickfilmen, zeigen. Viele der Teilnehmer standen ein Jahr vor ihrem Abitur, als sie ihr Land verlassen mussten. Viele haben auch ihre Eltern verlassen müssen, ihre Geschwister. Oder haben sogar schon ihre Eltern und ihre Geschwister verloren. Was kann passieren? Ich glaube, erstmal finde ich ganz interessant, dass sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen konnten, dass sie auch sich von der Kunst am Bauhaus relativ beeindruckt waren, und ich glaube, in den Ergebnissen kann man das schon sehen. Hoffentlich, dass es auch langfristig eine Entwicklung auslösen wird. Alleine in Mabar. Überrascht hat mich, mit welcher Gelassenheit und auch mit welcher Präzision alle Teilnehmer an ihren Filmen gearbeitet haben. Es sind ja viele hundert Bilder notwendig, um eine flüssige Animation zu erstellen, und das ist den meisten Teilnehmern auch gelungen.
Ich heiße Anas. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Woher kommst du hier? Ich komme aus Syrien. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin seit 5 Monaten in Deutschland. Wie heißt du? Ich heiße Yusuf. Wo kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Ich bin Sultan. Ich bin seit 5 Monaten in Deutschland. Ich heiße Mohammed. Und woher kommst du? Ich bin aus Syrien. Im unmittelbaren Kontakt mit den Flüchtlingen stelle ich immer wieder fest, wie wenig wir eigentlich von dem wirklichen Leid verstehen können, wenn wir eben nur das Bild in Betracht ziehen, das uns die Medien vermitteln. In diesem Zusammenhang kann ich zumindest erahnen, was sie durchgemacht haben und immer noch durchmachen müssen. Kann ich dich was fragen? Ja. Wie heißt du? Ich heiße Zakaria. Wie lange bist du in Deutschland? Ich bin 3 Monate in Deutschland. Wohnst du mit deinen Eltern? Ich kann habe keine Eltern, ich bin allein. Mein Name ist Adnan. I live here 6 months in Germany. Yeah, I think you come from Syria. Yes, I come from Syria. And you? Yeah, I come from Somalia. Did you think it's better than Deutschland and Syria? I think Syria before the war better than Germany. But yeah. How do you see the situation of Syria? I hope when the war is finished, I go to Syria. That's all we hope. Wie heißt du? Ich heiße Kadir. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich habe 8 Monate. Warum bist du in Deutschland? Ich bin hier in der Schule. Du bist aber eine Familie in Deutschland? Nein, ich habe keine Familie hier in Afghanistan. Familie. Ah, ich denke, du bist allein. Ja, ich bin alleine. Nach dem Fotografieren wurden die einzelnen Bilder am Computer zu Animationen zusammengesetzt. Danach konnten die Teilnehmer ihre Animationen noch mit Titeln ergänzen und auch Musik und Geräusche unterlegen. Um noch ein bisschen mehr Action in das Projekt zu bringen, haben die Teilnehmer dann nach ihren Legetrick-Animationen auch noch draußen Trickfilme gemacht, bei denen sie selbst die Schauspieler waren. Und auch hier war sehr viel Ausdauer und präzises Arbeiten gefragt. Mir hat der Workshop sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine tolle Gemeinschaft unter den Teilnehmern entstanden und die Ergebnisse können sich sehen lassen.